Ja, das war Logan Lucky. Und bevor ich überhaupt irgendwas sage, lasse ich Shiloh das erste Wort. Bitteschön. Oh, danke. Jetzt war mein Hirn noch gar nicht auf Reden eingestellt. Ja, also sah lustig aus. Sicherlich eine Komödie, die jetzt das Rad nicht neu erfindet. Ne? Ein bunter Haufen skurriler Charaktere, die mit einer verrückten Idee versuchen, einer verrückten bis dummen Idee versuchen, ihr Taschengeld aufzubessern. Und die Besetzungsliste war auch interessant. Also ich fand es witzig, klingt auch von der Story her interessant. Ich denke nicht, dass ich ihn mir jetzt sofort im Kino ansehen werde, dass ich dahin rennen werde, wenn er rauskommt. Aber glaube, ich bin pro diesen Film. Also er schien sehr witzig zu sein. Ja, jetzt habe ich mehrfach gesagt, dass es witzig zu sein schien, weil ich noch gar nicht auf Reden eingestellt war. Aber vielleicht fällt mir gleich noch was ein, was ich dann bei der Bewertung noch einfließen lasse. Ich gebe jetzt erstmal weiter an den Olli. Ja, ich fand den Trailer auch sehr witzig und man hat auch schon deutlich gesehen, das, was Tonno erwähnte, dass das die Macher von Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's und was da halt am Anfang alles stand. Das waren halt auch Filme dieser Art. Es geht um einen größeren Diebstahl. Und ja, dieser ist halt auch auf lustig gemacht und mit ja, hochkarätigen Schauspielern tatsächlich. Also den James Bond, ne, Darsteller, Daniel Craig. Also ich bin auch schon gespannt, aber auch wahrscheinlich nicht, erstmal nicht im Kino. Ich werde mir erstmal mal gucken. Wahrscheinlich kommen bis dahin ja auch noch ein paar Trailer raus, eventuell. Tonne guckt schon auf die Uhr, deswegen gehe ich weiter an Karacho und frag, was er von dem Film hält. Trailer sieht sehr witzig aus. Wir sehen Daniel Craig diesmal nicht unbedingt in einer seiner Paraderollen, weil er sonst immer sehr in Thrillern und Action-Movies zu sehen ist. Und das ist ja offensichtlich eher eine Action-Komödie. Was ich aber auch sehr interessant finde. Sein Haarschnitt und so weiter, der ja auch nicht unbedingt zu ihm passt, aber es sieht sehr interessant aus. Wir sehen Adam Driver drinne, der auch als Kylo Ren bekannt ist. Channing Tatum sowieso, genialer Schauspieler. Und auch Sebastian Stan ist dabei, den wir kennen von den Avengers, der Winter Soldier. Ja, wer ihn erkannt hat. Was gibt es zum Film an sich zu sagen? Also, es sieht lustig aus. Kann man sich definitiv, denke ich mal, auch im Kino geben mit ein paar Kumpels. Lustige Komödie. Und mehr würde ich dazu jetzt auch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich gebe mal den Tonno weiter und bin mal gespannt. Ja, vielen Dank. Also, wie gesagt, Daniel Craig in diesen wasserstoffblonden Haaren und dazu seine blauen Augen. Es ist eine ganz komische Kombi von der Optik her. Aber der Film trifft meinen Humor definitiv. Allein schon direkt am Anfang. Zwei Typen, drei Arme. Finde ich halt schön. Ich glaube, es werden noch viel schlimmere Gags mit seinem Arm kommen. Da gehe ich definitiv von aus. Wie gesagt, hochkarätig besetzt. Ich meine, es sind sehr, sehr viele Schauspieler dabei. Katie Holmes, Hilary Swank und noch viele andere. Sebastian Stan, wie Caro gerade auch gesagt hat. Und wie gesagt, Steve Soderbergh ist jetzt auch kein schlechter Regisseur, der weiß, sowas zu handeln. Und das ist für mich definitiv ein Film. Ich weiß, das kann nicht schlecht werden. Es wird mich auf jeden Fall unterhalten. Und da bin ich voll dabei. Also so ein kleiner Heist-Movie quasi mit einer guten Portion Comedy mit dabei. Den sollte man sich, glaube ich, meiner Meinung nach nicht entgehen lassen. Deswegen gebe ich dem Film auch 4 von 5 Punkten. Also 4 von 5 Punkten ist er mir auf jeden Fall wert. Und ich bin gespannt, was die Schiele dazu sagt. Ja, ich glaube, da schließe ich mich an. Für das, was er ist, 4 von 5 scheint nach dem Trailer angemessen zu sein. War witzig, ist eine gute Idee. Scheint ein interessanter Haufen von Charakteren zu sein. 4 von 5 ist fair. Olli, deine Bewertung. Ja, ich werde mal ein bisschen niedriger ansetzen. Ich werde dem Film eine 3,5 von 5 geben. Und gebe weiter an Karacho. Was für eine Bewertung hast du denn ins Auge gefasst? So, gehen wir erstmal wieder auf den Chat ein. Kapuze schreibt, klingt nach GTA ein bisschen. 5 von 5, weil Schlägereien, Verbrechen, Kylo Ren, James Bond. Adonis schreibt, Gott, das sieht schon ein wenig nach Fremdschämen aus.
Tressor schreibt, ich hoffe, ich werde diesmal nicht vergessen. Nein, diesmal nicht. Es tut mir auch nochmal leid von vorhin. Story, was Torno gesagt hat, hört sich gut an. Trailer sieht lustig aus und sieht mir ein wenig nach Payday aus. Am Ende würde ich 4 von 5 Punkten geben. Lil gibt 4 von 5. Adoles korrigiert sich nochmal und sagt, nee, zu viele Fettnäpfchen, 2 von 5. Castro schreibt Popcorn-Kino, weil alles drin, was man will, gute 4 von 5. Toffi schreibt, -5 von 5. Wenn es B10 gegangen wäre, wäre es 0 gewesen. Langweilig. Das Schwein gibt 2 von 5. Tom schreibt, gefällt mir, könnte sehr witzig sein. Alles, also nette Schauspieler dabei, 4 von 5. Olli, du hast eine nette Plastikflasche, lese ich gerade. Okay. Und was war denn in deiner Plastikflasche drin? Ich habe es gar nicht gesehen, Olli. Kannst du die nochmal kurz zeigen? Da war Cola drin. Und ach so, ich zeig die jetzt nicht in die Kamera, nicht, dass noch Werbung und so weiter. Ne? Guck mal, Toto macht auch schon Fremdwerbung. Dann mache ich das jetzt auch so. Wollen wir alle mal Fremdwerbung machen? Ich bin mal auf der anderen Seite. Gut. So. Dann sind wir auch schon durch und kaputt. Nein, ich benutze kein Haargel. Ich mache mir die Haare immer so schick hoch und dann mache ich ein bisschen Haarspray rein und dann hält das schon von ganz alleine, ja? Das ist so Memory-Effekt von meinen Haaren, weil ich diese Frisur schon seit Jahren habe, ja? Okay, gut. Jetzt gehen wir auf meine Bewertung ein. Ich gebe eine 3 von 5. Ist ein solider Film. Wie gesagt, kann man sich mal mit ein paar Kumpels angucken und reicht doch vollkommen aus. So, Torno, ich gebe an dich weiter. Bin auf den nächsten Film gespannt. Vielen Dank. Ich habe gerade so ein bisschen das Bild von, kennst du noch Otto mit der Plattenfrisur da vorne? Ich glaube auch, du hast so eine Haube, die genau diese Form hat und dann gehst du mit dieser Haube schlafen. Brett, damit sie auch immer ein Brett zum Abstellen haben. Ach ja. Aber kommen wir nun weg von Otto. Wir kommen zu einem nächsten Film, der auch am 14.09. kommt. Ich habe da sehr, sehr wenig Informationen. Der Trailer ist auch sehr nichtssagend, aber sieht dafür sehr interessant aus. Regie führt Darren Aronofsky. Darren Aronofsky ist kein unbekannter Regisseur. Er hat unter anderem den Film Requiem for a Dream Regie geführt. Er hat Regie geführt für The Wrestler, den ich großartig fand, mit Mickey Rourke. Und er hat Regie geführt bei Black Swan. Also auch Oscar prämiert. XCOM 2 ist noch offen, das habe ich vergessen zu schließen, es tut mir leid. Und der Film hat die, ein Satz habe ich für jeden gesagt, die Beziehung eines Paares wird auf die Probe gestellt, als ungeladene Gäste bei ihnen zu Hause reinplatzen und ihr friedliches Leben stören. Das ist nämlich eine Bombeninhaltsangabe für den Film. Mitspielen unter anderem Jennifer Lawrence, Javier Bardem, den ich großartig finde, Michelle Pfeiffer und Ed Harris, also zwei Urgesteine, was Hollywood angeht. Und der Film heißt Mother. Und hier ist der Trailer. Viel Spaß. Wir verbringen hier unsere gesamte Zeit. Ich will ein Paradies daraus machen. Sie hat alles restauriert, bis ins kleinste Detail. Sie hat dem ganzen Haus neues Leben eingehaucht. Bist du glücklich? Ich liebe dich. Bitte, nur herein. Hallo? Hallo. Er ist ein Fremder. Wollen wir ihn einfach so bei uns schlafen lassen? Ja? Hallo. Wusstest du, dass er eine Frau hat? Er hat Fotos von dir in seinen Sachen. Was hast du in ihren Sachen zu suchen? Was wollen die? Gott steh ihnen bei. Sie sind meinetwegen hergekommen. Komm schnell! Du bist verrückt. Ich habe nur versucht, ein bisschen Leben in dieses Haus zu bringen. Die Türen zu öffnen für neue Menschen, neue Ideen. Es tut mir sehr leid. Lauf aus meinem Haus! Lauf hier! Du gibst und du gibst und du gibst. Aber es ist nie genug. Ah!
Ja, das war Mother. Ich muss sagen, es sieht nach einem richtig geilen Psychothriller aus. Die Bilder sind stellenweise echt beeindruckend und vor allem mit der sehr dramatischen und spannungsgeladenen Geigengezupfe, würde ich es mal nennen. Richtig, richtig stark, finde ich. Er macht mich neugierig, wie ich es auch gerade im Chat tatsächlich lese. Es macht mich echt neugierig. Da die Inhaltsangabe halt so nichtssagend ist, aber der Trailer halt einen echt neugierig macht, Alter, was passiert da für eine Scheiße? Was geht da ab? Und ja, diesmal lasse ich den Karacho heute als erstes zu Wort kommen. Bitteschön. Ich schließe mich vollkommen an. Der ist wirklich sehr interessant, der Trailer. Also ich muss sagen, also den Cast, den wir haben, ist auch sehr grandios. Und man merkt wirklich, dass es der Regisseur von Black Swan ist, weil sich dort viele Parallelen so ein bisschen aufschließen, diese Paranoia, diese Bilder, die halt gesehen werden und so weiter. Ich bin sehr gespannt auf den Film, also ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen baff. Also sieht sehr, sehr solide und sehr, sehr gut aus. Ich gebe mal gleich an den Olli weiter. Mal gucken, was der dazu sagt. Ja, also ich sage erstmal dazu, der Trailer, der ist wirklich, wie ihr alle gesagt habt, nichtssagend. Was hat das vor allen Dingen auf sich, dass plötzlich alles so schwarz wird da in diesem Raum oder so? Oder warum kommen die Leute jetzt an? Warum sind die wegen ihrem Mann da? Das macht mich echt neugierig. Ich will wissen, wie das weitergeht. So. Und vor allen Dingen, weil Ed Harris da mitspielt. Zuletzt habe ich Ed Harris, ich habe mir extra Westworld gekauft, nur weil Ed Harris da mitspielt. Und ja, gut. Dann gebe ich weiter an Shylock. Und wie siehst du das? Ja, danke. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich finde auch, der Trailer, der bleibt gerade kryptisch genug, dass man noch neugierig wird und nicht denkt, der sagt mir so wenig, dass mich das auch gar nicht interessiert. Also ich fand auch diese Kombination von Bildern und Sound, was ich bei Horror immer ganz wichtig finde, ist, dass der Sound den Horror, die Spannung unterstützt und nicht nur erzeugt. Also dass es nicht allein über den Sound gruselig wird. Und es schien mir jetzt ehrlich gesagt mehr nach Horror als der It Comes at Night. Denn es steigert sich. Dieses unerwartete Besucher bringen das Familienleben oder Eheleben durcheinander. Das könnte die Prämisse einer albernen Komödie sein oder eines gruseligen Films. Und es scheint jetzt eher gruselig zu werden. Also mich hat das sehr neugierig gemacht. Ich will jetzt wissen, was es damit auf sich hat. Wo kommen diese Leute her? Was wollen die Leute von dem Ehepaar? Also ich bin wirklich ein bisschen angefixt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt erstmal zurück an den Ton. Habe jetzt genug geredet. Ach, du kannst von mir jetzt den ganzen Tag reden. Wir haben für Glühwein genug Sendezeit. Ja, also wie gesagt, Psychothriller par excellence. Und wie gesagt, Aronofsky weiß, was er tut. Das hat er schon in einigen Filmen bewiesen. Und er kann halt nicht nur die harten Sachen, sondern auch die weichen Sachen. Also wie gesagt, The Wrestler mit Mickey Rourke fand ich tatsächlich sogar persönlich besser als Black Swan. Hat mich einfach mehr angesprochen gehabt. Und ja, was soll ich sagen? Der Film macht extrem neugierig, auch wenn er halt mir nichts erzählt, was los ist. Und deswegen, allein deswegen bekommt er von mir 4,5. Es gibt nicht die vollen 5, aber 4,5 Punkte von 5 hat er von mir verdient. Und dann gebe ich direkt wieder zurück zur Shylock und schaue, wie viele Punkte sie gibt. Ja, 4 von 5. Finde ich gut. Sieht super aus, interessiert mich und scheint auch seine Horrorsache gut zu machen. Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt dran wäre, deshalb gebe ich einfach mal an den Olli. Ja, ich finde, ein Trailer muss halt packen, muss Lust auf mehr machen. Und das macht dieser Trailer definitiv, weil man halt mehr wissen will. Und deswegen gebe ich hier die vollen 5 von 5 und werde weiterreichen an den Karacho. Hat Olli gerade sehr schön gesagt, ich muss mich nur den Punkten nicht ganz anschließen. Ich gebe 4 von 5. Ich will mir die Punkte heute noch ein bisschen offen halten, weil ein paar Filme haben wir ja noch. Aber sehr solide, sehr interessanter Trailer. Und dann gucken wir doch mal, was unser Chat dazu zu sagen hat. Castro gibt 1 von 5, für mich maximal ein Amazon-Sonntagsabendsfilm. Und auch nur dann, wenn kein Habt ihr Töne auf YouTube läuft. Danke, Castro. Das geht runter wie Butter. Butter habe ich gerade gesagt, runter wie Öl, meine ich natürlich. So, Freaky Film mit J-Lo, 4,4 von 5 gibt der Flexi. 3 von 5, weil Carajo nicht mitspielt. Ich glaube, in diesem Film hätte ich auch nicht zu suchen gehabt. Sir Chilldog sagt, weckt meine Neugier, 4 von 5. Salia schreibt, kurios, aber interessant.
Kapuze entscheidet sich doch aber um und sagt, okay, doch, 4 von 5. Adoles schreibt, ein Psycho, welcher nicht sofort abholt, gibt 4 von 5 Punkten. Toffi ist nicht so begeistert, gibt 1 von 5. Bis jetzt noch nichts für mich dabei, schreibt sie. Warum springt andauernd mein... Irgendwas springt mit meinem Chat heute rum. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. So, wir gehen zu Pyrolil weiter. Die gibt 4 von 5. Trestos schreibt, Trailer war ganz gut, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, denke ich nicht meins, aber vielleicht ändert sich das vielleicht irgendwann. 1,5 von 5. Schwein gibt 0,5 von 5, aber die Musik ist okay. So, und dann sind wir auch schon mit den Bewertungen durch. Du hast Tom vergessen. Ich habe Tom vergessen. Ich sag ja, irgendwas spinnt mit meinem Chat hier rum. Der springt andauernd irgendwie von oben nach unten. Keine Ahnung, was heute los ist. So, bist du mal so nett? Ich sehe es gerade nicht. Olli, kannst du ja, das mal bitte für mich vorlesen? So, Tom hat geschrieben, hübsche und tolle Schauspielerin. Muss ich sehen. Also, wenn der Film so gut ist wie der Trailer, bin ich schon neugierig. 5 von 5, so muss ein Thriller sein. Okay, vielen Dank, Olli. Leute, wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich mal was überlese oder irgendwas spinnt mit meinem Chat gerade rum. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss immer gleich in einem anderen Browser öffnen. So, ich gebe an den Tono weiter. Ja, vielen lieben Dank. Und wir gehen auch weiter in Sachen Filme. Wir kommen diesmal wieder mal ins französische Ländle und kommen zu einer Komödie. Das machen die Franzosen ja nun mal gerne. Regie führt eine Frau, und zwar Noémie Saglio, die ich aber keinen Film gefunden habe in ihrer Filmografie. Also entweder ist es ihr Erstlingswerk oder es wurde nirgendwo etwas notiert. Mitspielen tut Juliette Binoche, Camille Cotin und Lambert Wilson. Und das ist die Inhaltsangabe. Avril und ihre Mutter Mado sind zwar ein Herz und eine Seele, könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Avril ist 30, ist verheiratet, angestellt und lebt ihr Leben strikt nach Plan. Während ihre Mutter seit ihrer Scheidung eine zweite Pubertät durchlebt und ihre Tochter in jeglicher Hinsicht auf der Tasche liegt. Mutter und Tochterrolle sind komplett vertauscht. Und als sich die beiden Frauen dann auch noch zur gleichen Zeit schwanger unter einem Dach wiederfinden, ist der große Eklat unausweichlich. Denn genauso wenig wie Mado inmitten ihres Jugendwahns bereit ist, erneut Mutter oder gar Großmutter zu werden, kann Avril sich ihre eigene Mutter als späte Mutter vorstellen. Tja, und wie das ganze Chaos ausschaut, könnt ihr euch jetzt selbst anschauen in Wie die Mutter, so die Tochter. Mama, komm bitte da runter, sonst rutscht du noch ab. Irgendwann ist man der Babysitter seiner Eltern. Sind sie die Schwester? Nein, die Tochter. Sie hat freie Kost und Logis und merkt's nicht mal. Sie ist blau. Oh nein, Louis und ich, wir haben euch was zu sagen. Ich bin schwanger. Ich werd Oma. Ihr habt doch nicht vor, es zu behalten. Ihr Humor war schon immer speziell. Wie lange ziehst du noch eine Schnute? Deine einzige Tochter wird Mutter. Was gibt es Schöneres? Das zum Beispiel. Wie willst du genannt werden? Großmama? Wieso nicht gleich Omi? Wir gehen aber schon noch was trinken. Machst du das öfter? Du meinst nach 20 Jahren wieder mit meinem Ex schlafen? Eigentlich nicht. Sie ist meine Mutter. Ihre Mutter ist schwanger. Was? Was? Zur gleichen Zeit schwanger, das kommt nicht oft vor. Wow, bravo. Ja, ich weiß, da fehlen die Worte. Du bist sowas von unreif. Okay, ich bring sie. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Okay, ich bin schwanger. Aber das ist doch nicht möglich. Offenbar doch. Wirklich? Aber ja, ja. Folglich ist dann die Mutter meines Enkels auch die Schwester von ihrem Kind. Ganz genau. Ja, dein, ja, ich weiß nicht, also französische Komödie, die bei mir überhaupt nicht zündet, leider. Das können die Franzosen durchaus besser, aber bevor ich da jetzt noch mehr drüber herziehe, darf der Olli losledern. Ja, habe ich gelacht? Nee, habe ich nicht. War so. Ich konnte bei dem Trailer überhaupt nicht lachen. Und ja, er hat mich überhaupt nicht abgeholt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und gebe weiter an die Skilok. Danke, als hätte ich jetzt viel zu sagen. Nein, also ich auch. Hat nicht gezündet, hat mich nicht abgeholt, um eure Formulierungen zu übernehmen. Ein Hauptcharakter langweilig, der andere tierisch unsympathisch, Mutter-Tochter-Konflikt, nee, langweilig. Ja, Franzosen machen gerne Komödien, sie kochen aber auch gerne und ich esse es nicht. Also, nee, ich,
ich mag den nicht, ich finde den uninteressant. Und wie Olli schon sagt, ich fand jetzt auch die witzigen Szenen nicht so furchtbar witzig. Also nicht mal als das, was er versucht zu sein, alberne Komödie, macht das gut, finde ich. Vielleicht sieht der Carajo es ja anders. Carajo, hat dir der Trailer gefallen? Absolut nicht, ich schließe mich euch an. Witzige Szenen, da stelle ich mir gerade die Frage, welche waren denn da drin? Ich habe da nicht eine gesehen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, der eine Schauspieler, der ja quasi die Mutter schwängert, der hat damals bei Matrix mitgespielt, richtig, Tono? Das war doch der Franzose. Ne? Richtig, genau. Ich wollte sagen, irgendwie kam mir das Gesicht bekannt vor. Das ist das Einzige, was mir an Trailer aufgefallen ist. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Tono, bitteschön, erste Bewertung. Ja, wenn wir weiter in dem Tempo weitermachen, dann kommt Habt ihr Töne heute früher. Aber ich glaube, wir kommen mindestens zu einem Film noch, wo wir ein bisschen länger drüber reden werden. Ja, was soll ich sagen? Der Film, der Trailer war in keinem Moment wirklich witzig. Es gab vielleicht höchstens mal einen Schmunzler, aber der ist auch vielleicht ein bisschen durch einen Krampf im Gesichtsmuskel zu erklären. Ich werde in den Punkten aber nie unter 1 gehen, denn unter 1 ist dann einfach nur, dass es auch fachwerkisch grottig ist und das werde ich nie tun. Deswegen kriegt der Film Wie die Mutter, so die Tochter einen von 5 Punkten von mir und ich werde ihn mir überhaupt nicht ansehen. Das werde ich komplett ignorieren. Olli? Ich schließe mich dir vollkommen an. Ein Punkt. Ansehen werde ich mir den nicht. Vielleicht, wenn der mal auf Amazon Prime ist, dass ich den da umsonst gucken kann. Dann vielleicht, aber sonst vielleicht nicht. Sonst eher nicht. Okay, Shelock. Auch für umsonst nicht. Vielleicht, wenn man mir Geld gibt. Nein, ich schließe mich euch an. Wir sind uns ja heute herrlich einig. 1 von 5 für, wie heißt er, wie die Mutter, so die Tochter. Carajo. Sehr schön. Ja, schließe mich an. Wir sind definitiv Besseres gewohnt von den Franzosen. Und das ist eine absolute Nullnummer. 1 von 5. So. Dann gehen wir doch mal gleich auf den Chat ein und ich denke mal, die meisten sind sich da auch einig und schließen sich unserer Meinung an. So, Trestos schreibt, Story hört sich nach RTL-Nachmittagsprogramm an. Ein Trailer für das RTL-Nachmittagsprogramm 1 von 5. Kapuze schreibt, klingt nach einem Film für Achtklässler in der Schule, zumindest bei uns, 2 von 5. Maurice gibt 0,5. Absolut nicht mein Thema und sowas kommt ja täglich auf RTL. Diesen Vergleich, den habt ihr aber alle jetzt auch, ne? Ja. So, Chilldog schreibt, bin nicht so der Fan von Komödien, 2 von 5. Toffi schreibt, 1 von 5, meh. Das Schwein gibt -5 von 5, mir ist schlecht. Salia schreibt, die Franzosen mal wieder und verdreht die Augen. Flexi schreibt, doofes Thema, Fremdschämen vorprogrammiert, 0 von 5. 0,5, sagen wir mal. Shelock, wo sind wir jetzt da? Ich weiß nicht, warum hier schon wieder mein, irgendwas stimmt da heute nicht. Tom, da haben wir dich. Typischer Komödienfilm für einen gemütlichen Abend mit der Freundin am Sonntag. 3 von 5. So, und ich hoffe, ich habe diesmal keine vergessen, obwohl ich es in neuem Browser geöffnet habe, aber ich weiß nicht, was mit diesem Chat hier heute nicht funktioniert. Deswegen gebe ich gleich an den Tono weiter. Ja, vielen Dank. Und wir vergessen jetzt mal ganz schnell diese Komödie aus dem Hause Frankreich und kommen nun zu einem Film, wo richtige Urgesteine aus dem Filmgeschäft zu sehen sein werden. Wir sind am 21.09. angelangt. Am 21.09. kommt dieser Film raus mit Richard Gere, Charlotte Gainsbourg und Michael Sheen unter anderem mit dabei. Regie führt Joseph Seder, der unter anderem Beaufort gemacht hat. Der Film sagt mir absolut gar nichts, aber der Cast gefällt mir schon mal. So, kommen wir zur Inhaltsangabe. Norman Oppenheimer ist ein ganz normaler Kleinunternehmer. Ein Mittelständler, der mit seinem Firma Oppenheimer Strategies Beratungen der geschäftlichen und politischen Art anbietet. Spezialisiert hat er sich dabei größtenteils auf amerikanische, israelische Kunden, da er selbst Jude ist. Die Arbeit, die er verrichtet, sind Aufgaben, für die andere sich zu schade sind oder mit denen sie nicht offiziell in Verbindung gebracht werden wollen. Im Grunde ist Norm jedoch ein ziemlicher Gauner, der nicht mal auf ein Büro, sondern nur ein Telefon hat und an andere Verbindungen und Kontaktpersonen vorgaukelt, die er gar nicht besitzt. Jetzt braucht er nur noch einen großen Fisch, den er mit seinen fadenscheinigen Lügen an Land ziehen kann. Normans Leben ändert sich dramatisch in negativer wie positiver Hinsicht.
als Misha Eschel, ein Politiker, mit dem er sich vor 3 Jahren an einem Tiefpunkt von dessen Leben angefreundet hat, zu einem weltbekannten politischen Anführer wird. Nämlich zum Premierminister von Israel. Und auf einmal hat Norm Einfluss. Ja, und dieser Film wird das Niveau definitiv nach oben schrauben nach diesem französischen Film. Denn hier ist der Trailer zu Norman, der am 21.09. rauskommt. Viel Spaß. Das ist gut, ich hab's genau durchdacht, ich weiß es. Ich muss nur jemanden finden, der wirklich dazu in der Lage ist. Das ist ein Haufen Geld. Bill Cavish, kennst du ihn? Er arbeitet für Wilf, er ist dein Freund. Wir vertreten Kunden, die mit denen Geschäfte machen, und ich will nicht, dass es so aussieht, als würde ich ihnen um einen Gefallen bitten. Kann ich sagen, dass wir verwandt sind? Kann ich sagen, ich bin dein Onkel? Nein, nein. Guten Morgen, Bill. Norman Oppenheimer. Entschuldigen Sie mich, ich will weiter, das hier ist inakzeptabel. Gut, ich werde meinen Partnern sagen, dass wir eine gute Unterhaltung haben. Würden Sie mir verraten, wie Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen? Was brauchen Sie? Ich verschaffe Sie. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie mir erlauben, Ihnen diese Schuhe zu kaufen. Wenn ich die Schuhe nehme, bezahle ich sie. Okay, schon erledigt. Ist alles in Ordnung? Ja. Viel Freude damit. Wie funktioniert Ihr Geschäft? Ich bin neugierig. Wenn du irgendwas brauchen solltest, ruf mich an. Praktisch bedeutet das, dass wir 14 Millionen Dollar aufbringen müssen, um uns die Abrissbirne zu ersparen. Und hier kommt unser Freund Norman ins Spiel. Kennen Sie Norman Oppenheimer? Nein, noch nicht. Mrs. Easterly, schön, Sie kennen Ihre Bekanntschaft zu machen. Mr. Taub möchte mit Ihnen reden. Wollen Sie mir bitte folgen? Sie waren in Arthur Taubs Haus? Ja, das ist mein Haus. Sie können nicht einfach hier reinspazieren und an meinem Tisch Platz nehmen. Kann ich Sie irgendwann mal bekannt machen? Sie wissen doch, wer das ist. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Aber Joe, das Timing ist total wichtig. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ich komme da nicht ganz mit, Norman. Haben Sie jetzt mit ihm gesprochen oder nicht? Warum haben Sie mich nicht zurückgerufen? Wieso habe ich das Gefühl, dass das alles gelogen ist? Sagen wir, auf Sie wartet eine große Überraschung. Du bist wie ein Ertrinkender, der versucht, einem Ozeanriesen zuzuwinken. Aber ich bin ein guter Schwimmer. Ja. Vergiss das nicht. Etwas Gutes wird passieren. Vertrau mir. Ja, das war der Trailer zu Norman. Ein Film über einen Hochstapler, wie man so schön sagt im Grunde, der trotzdem irgendwie alles rumgebogen kriegt. Es wird natürlich sehr viel versprochen, auch in Schriftform. Richard Gears beste schauspielerische Leistung. Da mag man vielleicht dran zweifeln, wenn man andere Filme von ihm nimmt. Aber ich bin doch durchaus interessiert zu sehen, wie sich dieser Halunke denn da durchs Leben schlägt und sich quasi nach oben schläft, quasi in den Hierarchien. Shylock, was hat denn der Trailer auf einen Eindruck auf dich hinterlassen?